So, ihr Lieben, ihr kriegt mich jetzt so original, wie ich euch das jetzt erzähle, und es ist echt kein Scheiß. Ich habe gedacht, ich gehe mal heute, also am 25., nee, am 26., führe ich durcheinander, mal eher ins Bett. So, und dann war ich eben um 23:45 abends, nachts im Bett, und dann lag ich da und Jesusgebet gesprochen und danke, Jesus, dass du da bist und überhaupt, und Jesus, du bist. Ah, ich bin du und du bist ich, und wie man da so liegt und betet als Mystiker. Und dann plötzlich, und jetzt es ist Otto, und ich erzähle euch wirklich, was ich jetzt erlebt habe. Ne? In dem Moment, ich lag halb zugedeckt, zog eine unsichtbare Hand die Decke über meinen Körper, und ich hatte ja geschlossene Augen. Und dann sah ich goldene Sterne rieseln und bunte Sterne rieseln über mich herab. Und ich war völlig bewegt und ich habe gedacht, ja, das ist Jesus, das ist kein Scheiß. Ne? So, und jetzt zeige ich euch, was heute in den Losungen steht. Und ich mache jetzt auch keinen Schnitt im Video, dass ihr das wirklich original seht, was ich gerade erlebt habe. So, oder doch, warte mal, ich mache einen Schnitt. Aber ihr könnt es auch lesen, also ich lese es euch vor. Mir wurde die Gnade verliehen, den Völkern den ungewöhnlichen Reichtum Christi zu verkündigen und allen die Augen zu öffnen, dass sie erkennen, worin das Geheimnis besteht, dass sie seit ewigen Zeiten bei Gott, der alles geschaffen hat, verborgen war. Epheser 3, Vers 8 bis 9. So, und da steht's. Ich zeige euch das jetzt einfach. So, also das habe ich eben wirklich erlebt. Jesus war da. Echt jetzt, ohne Scheiß. So, und jetzt bin ich wieder hier. So, und jetzt, ich weiß es nicht, soll ich ein Lied machen? Ich bin totally geflasht und ich stelle dieses, was ich jetzt gerade erlebt habe und was ich jetzt in diesem Moment aufnehme, einfach online, und mir ist völlig wurscht, was jetzt passiert. Es ist jetzt 27. November, 0:27. Okay, also gleich habt ihr es online.